Hallo, willkommen zu einem Video. Danke fürs Zuschalten. Ich möchte mal wieder was Schönes mal testen. Freut mich schon die ganze Zeit. Es geht mal wieder um diese Shake and Vape. Diesmal nicht selber angemixt, sondern nur fast. Das sind diese Flaschen, Gorilla-Flaschen, wie man so auch nennt. Verdammt Mist zu öffnen, ja. Ich bin immer der Meinung, wir sollen mal was anderes erfinden, aber naja, irgendwann vielleicht kommt das mal. Das ist ein Liquid oder Aroma. Treff Vapor 5 oder 5 Days Café Fredo. Das ist ein starker Espresso auf Eis mit Minze sein. Ich habe doch ein guter Muntermacher, aber das ist auch nur, wenn man es trinkt und stampft. Obwohl es schön wäre, wenn man es dampft, dass man dann auch hellwach wird. Aber jetzt wollen wir mal testen, wie das schmeckt. Ist auch mal wieder so typischen Warnhinweise. Aroma nur zur Verwendung in E-Zigaretten, was auch immer. Nicht unverdünnt verwenden. Flasche mit Base bis zum Flaschenhals auffüllen. Gesamt 120 Milliliter. Gut schütteln. Und mal testen. Das heißt, dass auch mittlerweile 3 Wochen ziehen lassen. Man sagt ja immer so 14 Tage, so ich sage immer so 14 Tage mindestens. Bei manchen heißt es zwar sofort dampfbar, aber da bin ich nie ein Fan davon, dass wir ihn immer 14 Tage stehen lassen. Das sind dann immer auf der sicheren Seite. Das Schöne auch der Warnhinweis, weil hier ist ja wie gesagt nur 18 ml Aroma drin und ein Glas mit Base auf Kippe. Bei mir waren es 70-30 Base, 3 mg Nikotin. Und hier sagen sie auch, das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung EG Nummer 1272-2008. Ja, wie auch immer, was wissen will, kann man nachschlagen. Keine Ahnung, was wir mal wollen. Weil ich würde dampfen, die Sucht befriedigen. Und das wollen wir mal direkt in Angriff nehmen. Ob das wirklich ein Espresso ist. Eis, so wie Eiskaffee. Das riecht so schon mal wirklich wie Kaffee. Ich hoffe, fast wie Milchkaffee. Also Eiskaffee, also Tüten, die man kennt, wenn man so drin riecht, ja, dieses Kaffee-Milch gemixt, so in die Richtung geht das auch. Ja, eine leichte Kühlung ist drin, die Minze auch. Pappe süß. Ich weiß nicht, da geht der Kaffee ja fast flöten hier, aber so ein Kaffee. Es gibt eine Cappuccino-Richtung gehabt, nicht Espresso, wenn man es so kennt aus Getränk. Vielleicht besser, wenn man den kleinen Espresso trinkt, ja, das kann ja wirklich Tote erwecken. Aber naja, ich will mal testen, ob das wirklich so schmeckt, wie ich es kenne, aber nach dem Geruch her riecht es ganz anders. Da wollen wir mal Probe auf Exempel machen. Ich würde wirklich mal sagen, schmeckt wie dieser kalte Eiskaffee mit Koffein. Ja, nicht schlecht, das schmeckt wirklich wie süßer Milch-Eiskaffee. Wie man die aus dem Tetra-Packs kennt. Die Minze geht hier leider bei mir ein bisschen flöten. Gut, ist so dezent, dass sie schon wieder untergegangen ist. Ich würde mal sagen, nicht schlecht. Ich kenne auch andere Kaffeesorten als Liquid.
schmecken wirklich bitter wie Kaffee. Aber er hier, das hat man wieder auch, wie so oft, diesen Milchkaffee aus den Tüten hier, oder es gibt auch Flaschen, ja, wer den auch gerne trinkt, so schön eisgekühlt, ja, da so ein bisschen nach Milchkaffee schmeckt halt, ist halt diese Sorten. Da kannst du mal ruhig mal probieren hier. Das ist mal gar nicht so schlecht, was genau in dieser Richtung geht. Was sie schreiben, dieser Espresso, ja, das ist wie Kaffee und nicht wie Espresso, weil Espresso ist halt stark wie Sau. Ja, du bist ja schwarze Füße. Aber er hier, ich würde bald sagen, Eiskaffee oder Cappuccino mit Milch, kalt. So was im Tierischen geht es. Mit reichlich Zucker dran. Ja, da steht das auch nicht drauf, wie viel da vorhanden ist. Aber, ja, ich nehme es mal so hin. Wie gerade gesagt, Milchkaffee-Fans sind hier gut bedient. Man müsste es mögen. Jetzt so einen Hurra-Sprung würde ich nicht behaupten. Aber man kann es dampfen. Das ist eine Daseinsberechtigung. Das ist auch bessere, aber einfach zwischendurch. Ja, mal eine Abwechslung. Ziemlich gut getroffen. Kann ich mal wieder hier empfehlen. Jetzt, ob der nicht zu teuer ist. Es gibt ja manche Sorten, ja, ich weiß nicht immer, warum die so teuer sind, wie Sau. Man würde ja gerne mal viel probieren, aber bei den Preisen manchmal fragt mich, wozu. Ja, das ist nicht mehr dampftechnisch schön, sondern mehr Kohle machen. Aber es ist ein anderes Thema, ihr wisst, was ich meine. Ich sage immer wieder, selbst mixen ist viel besser, effektiver, aber wenn man voll ist, zu weg manchmal, macht so was, reicht auch vollkommen. Jo. Ich bin nicht ganz abgeneigt, ich würde noch ein bisschen hier rumdampfen. Ich bin davor, dass hier kein Rauch mehr da ist. Ich bin halt immer nicht zu Hause. Ich muss mein Rauchmelder zu Hause mal ein bisschen mal Schonfrist geben, wegen fast täglich Auslöse. Also die Jungs, die demnächst mal eine Wartung da durchführen, mal gucken, was sie sagen zu mir. Was von mir öfters brennt oder nicht. Aber, anderes Thema. Ich würde mal wieder sagen, das war's von mir. Mal wieder, wie immer, an diesem Punkt. Ich bin mal wieder raus. Wer es nicht gemacht hat, kann gerne mal ein Abo da lassen. Oder auch mal einen Kommentar schreiben. Oder ein Däumchen, wie auch immer. Sowieso, wenn Fragen sind, einfach mal schreiben. So. Und wer mal Lust hat auf Lost Place, ja, unten ist ein Link, Adventure Buddies Deutschland, da mal reinschalten, da sind reichlich Videos, könnt nur empfehlen, macht Spaß anzugucken. Leider bin ich auch mit bei, tut mir ja leid, aber Action-Werbung mache, in eigener Sache, nee, scheiß beiseite. So, wie gesagt, ich bin raus, bedanke mich nochmal fürs Zuschalten, wie so oft, wünsche euch eigentlich noch einen schönen Abend. Oder auch ein schönes Wochenende oder auch eine angenehme Arbeitswoche. Bis dahin sehen wir uns bald wieder. Vielleicht beim nächsten Video. Wir wollen mal schauen, was rauskommt. Bis dahin sag ich tschüss und bis dahin gut Dampf.